Und damit, hey Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu diesem ganz, ganz Mini-Info-Video und zwar zu Frustra Facta. Viele von euch fragen sich, wie lange dauert es noch, wann kommt der nächste Teil und ich selber frage mich das tatsächlich auch. Und ich muss sagen, heute wird es leider nichts mehr. War mir klar, dachte ich mir schon Anfang der Woche, was heißt Anfang der Woche, am Mittwoch wusste ich schon, es wird mir safe nicht mehr von der Zeit her reichen. Deswegen nehme ich dieses Video jetzt gerade auf und gib schon mal im Voraus Bescheid. Denn ich habe jetzt tatsächlich nach insgesamt, steht da jetzt nicht, nach ungefähr, ich sag 40, 45 Stunden in dem Projekt selber drinne, habe ich tatsächlich die ersten 2 Minuten fertig und das sind halt nur 4 Facts. Das Intro und 4 einzelne Fakten. Dazwischen kommen halt Sketche, die jeweils 1 Minute teilweise lang sind, deswegen auch sehr viel Zeit dauern, bis diese aufgenommen und geschnitten sind. Ich habe auch mir selber ein paar Probleme beim Aufnehmen bereitet, die jetzt im Schnitt natürlich korrigiert werden müssen, was halt ultimativ viel Arbeit ist. Und ja, also ihr merkt schon, es wird ziemlich, ziemlich lange noch dauern. Ich vermute, wenn ich mich jetzt die kompletten, ich habe jetzt ab heute, also beziehungsweise ab Freitag Ferien gehabt und ich werde jetzt die ganze Woche Vollgas, voll Power da reinsteigen. Da rein, ihr wisst, was ich meine. Mario und Rabbids muss ich gar nicht aufnehmen. Da habe ich noch 15 Videos oder so. Ich bin schon relativ weit in dem Game. Es hat mega Spaß gemacht aufzunehmen, deswegen habe ich sehr viel aufgenommen. Zurück zu Frustra Facta. Es sind 10, die sind noch nicht abgedreht. Die muss ich noch drehen. Ich warte zurzeit noch auf den Greenscreen, der morgen kommt. Und zwar ein größerer, ein 6x3 Meter großer, damit ich meinen kompletten Körper dort reinbauen kann. Denn es gibt ein Sketch, den könnte ich so in echt verfilmen, aber nee, mache ich es lieber von einem Greenscreen, ist angenehmer für mich, für andere. Ihr wisst, was ich meine. Nein, wisst ihr eigentlich nicht. Egal, ihr seht es dann im Video. Also, ich muss noch ein paar Sachen drehen, ich muss Sachen noch nachsynchronisieren, weil ich einfach nicht mit der Tonqualität zufrieden bin. Dieses Mikrofon benutze ich ja immer auch für die Fakten, wird dann von hinter der Kamera mit einem Stab hier hingehalten, um meine Stimme aufzunehmen. Es gibt aber manche Szenen, da bin ich halt so weit weg vom Mikrofon, dass ich das nochmal ADR'en muss. Also ADR, das heißt nachsynchronisieren, nochmal nachsprechen, vielleicht auch einen anderen Text sagen als den ich tatsächlich spreche. Und das nimmt halt so viel Zeit in Anspruch, eben wie gesagt nach 45 Stunden, 2 Minuten fertig zu haben. Von einem Projekt, was ich sag mal so, es wird auf die 10 Minuten hinauslaufen. Ich sag zwischen 8 und 10 Minuten. Könnt ihr euch ungefähr denken, wie viel Zeit das in Anspruch nimmt. Ich habe nicht so viel Zeit, ich habe meistens noch Schule nebenbei, die bis teilweise 15 Uhr, 16 Uhr geht, weswegen ich auch da keine Zeit habe. Ich hoffe, ihr habt Verständnis dafür und freut euch auf die nächste Woche. Vielleicht kommt es da und wenn nicht, dann sehen wir uns nochmal wahrscheinlich. Ich hoffe, wir sehen uns nicht mehr so wie jetzt, aber man weiß nie. Ich hoffe, ich werde fertig. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Es tut mir wirklich, wirklich leid. Bis dann. Ciao, ciao, Leute.